Eine Skittis-Dusche, ein Fanta-Gemälde, ein Tisch aus Chips und süßes Twister. Schau dir Wuhus neues Video an, das voll von lustigen Ideen ist, wie man Essen vor den Eltern verstecken kann. Guten Morgen, Familie. Hi, Papa. Schatz, das ist für dich. Ein sehr gesunder Blumenstrauß. Ich habe eine Idee. Dieser Blumenstrauß wird ein leckeres Frühstück. Oh Gott, was ist das? Ekelhaft! Hier ist euer gesundes Frühstück, Kinder. Papa gefällt es. So viele Vitamine. Das ist mal gesund. Was ist dieses grüne Zeug? Es schmeckt schrecklich. Wir können das nicht essen. Wir gehen heute Lebensmittel einkaufen. Wir kaufen natürlich nur das gesündeste Essen. Mama, wir können dir helfen. Lass uns lieber zum Laden gehen. Okay, Kinder, hier ist etwas Geld. Kauft aber nichts Süßes oder Ungesundes. Natürlich nicht, Mama. Das ist der Einkaufswagen unserer Träume. All diese Snacks werden für einen ganzen Monat reichen. Bringen Sie alles her. Wow, das wird eine Stunde lang dauern. Ich kenne eine bessere Möglichkeit. Werfen Sie den Scanner einfach in den Einkaufswagen und rütteln Sie dran. Fertig. Es wären dann 95 Dollar. Danke. Behalten Sie den Rest. Der Plan hat geklappt. Wir haben so viele Snacks. Aber was sagen wir Mama? Hier, nimm das Gras. Es sieht gesund aus. Was habt ihr gekauft, Kinder? Dieses gesunde Gemüse. Schmeckt sehr gut. Verstecken wir uns in unserem Zimmer. Wir haben einen Süßigkeiten-Schatzberg. Schlag ein! Kinder, euer Vater ist zu Hause. Oh nein, schnell! Wir müssen unsere essbare Schmuggelware verstecken. Sie zu bedecken wird nicht helfen. Finden wir ein gutes Versteck. Was gibt's, Kinder? Uns geht's gut, Papa. Puh, er hat unseren Snackbag nicht bemerkt. Keiner guckt? Großartig! Ich kann meine Snacks rausholen. Hallo, meine Süße. Ups, Papa kommt. Was hast du da, Sohn? Das? Oh, nichts. Es ist ein Handstärker. Ich möchte so sein wie du, Papa. Gute Arbeit, ich bin stolz auf dich. Pumpe diese Muskeln, Champ. Drücke es fester. Ups, mein Donut hat die Belastung nicht ausgehalten. Yeah! Oh Mann! Ich möchte duschen, aber keine normale. Eine süße. Skittles-Modus anschalten. Es ist so süß und macht Spaß. Ich fühle mich so erfrischt. Eva, bist du jetzt fertig? Ich muss mich aufduschen. Endlich! Ich liebe heiße Duschen. Was? Skittles? Eva! Puh, was für ein komischer Traum. Gut, dass immer noch normales Wasser rauskommt. Ich
Ich habe mir ein großartiges Spiel einfallen lassen. Gummidart. Mal schauen, welcher frühe Vogel den Wurm fängt. Hab dich. Oh nein. Unser Papa ist ein Dart-Champion. Lass uns spielen, Sohn. Mach schon. Ups, du hast nicht getroffen, Sohn. Armer Stuhl. Er hat sowas nicht verdient. Geh weg. Lass den Champion durch. Der legendäre Tiger wirft. Ja, voll ins Schwarze getroffen. Warte mal, Papa, ich bringe dir deine Pfeile, da du der Champion bist. Ich gehe runter mit meinem Preis. Komm her, kleiner Wurm. Hier, Papa. Was ist das für ein Geruch? Ist das Zucker? Lass mich mal besser auf das Ziel schauen. Ich sehe Gummiwürmer. Okay, spielen wir ein neues Spiel. Tomatendart. Du wirst Gemüse mögen, komme, was wolle. Familientwister. Mama linke Hand, grün. Perfekt. Der Bruder hatte eine großartige Idee. Der Schiedsrichter isst Süßigkeiten und die Spieler arbeiten an ihren Dehnungen. Linker Fuß grün, Schwesterchen. Und ich bekomme eine grüne Süßigkeit. Perfekt. Ups, ich habe verloren. Lass uns die Plätze tauschen, Bruder. Jetzt bin ich an der Reihe, den Pfeil zu drehen und die Süßigkeiten zu essen. Rechte Hand, rot. Ich möchte rot. Sohn, iss einen gesunden Apfel. Ich will, dass mein Sohn gesund und glücklich ist. Ist Mama weg? Tschüss, Apfel. Und hallo, Chips. Du hast schöne Tischbeine hergestellt. Papa kommt. Schnell, setze den Tisch wieder zusammen. Hi, Sohn. Ich habe dir einen ganzen Teller voller Vitamine gebracht. Ups, die Chips haben das ganze Gemüse nicht ausgehalten. Sohn, was ist das? Erledige deine Hausaufgaben, du kleiner Schmuggler. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Chips essen. Süßes Schach. Das ist das leckerste Spiel überhaupt. Wenn du das gegnerische Stück schlägst, dann darfst du es essen. Lecker. Was haben meine Kinder vor? Sie essen Schach? Das ist verdächtig. Geht zur Seite, Kinder. Ich möchte auch spielen. Ich beschlagnahme das Schachbrett. Diese Süßigkeiten kommen mit mir mit. Ist unser Schachwettbewerb annulliert? Natürlich nicht, weil wir immer noch unser Schokoladenbrett haben. Bon Appetit! Und während niemand zuschaut, kann Mama das süße Schachbrett aufessen. Was macht mein Sohn? Oh, du malst! Das ist wunderbar! Ich werde dich nicht ablenken, mein kleiner Van Gogh. Danke, Mama. Aber ich wollte nur etwas Fanta trinken. Ich liebe Softdrinks mehr als die Kunst. Eva ist eingefallen, wie sie Oreos verstecken kann. Sie kann sie in der Erde vergraben. Zerkrümle ein paar Kekse im Blumentopf. Es sieht aus wie echte Erde. Und sie hat Milch in die Gießkanne gegossen. Eva, warum gießt du eine Kunstblume? Naja, Teenager sind schon komisch. Es hat geklappt. Oreos mit Milch. Und Mama hat keine Ahnung. Lecker. Lass uns schlafen gehen. Gute Nacht, Schatz. Süße Träume. Ja, sie werden wirklich süß sein. Lecker.
Haben dir unsere Ideen, wie man Essen vor den Eltern versteckt, gefallen? Dann kommentiere unten und sag uns, welche Methode du ausprobieren wirst. Und Leute, abonniert unseren Kanal, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und klickt auf die Glocke. Verpasst keine lustigen neuen Videos mehr von Woohoo!